Hi, hier spricht Ustra und es geht weiter mit dem besten Format auf dem MMO-Planeten Tellara, nämlich vom Zero to Hero. Und wir sind wieder in Silberfeld angekommen und können jetzt hier nochmal ein bisschen was verquesten. Ich grüße euch. Ich grüße auch zurück, mein Fräulein. Und jetzt geht es langsam Richtung düster, dunkel, Dämmerwald. Und wir machen jetzt die letzten Quests hier im Gebiet und gleichzeitig versuchen wir natürlich wieder in den Dungeon reinzukommen. Das ist aber als Damage-Klasse nicht ganz so einfach, weil natürlich will jeder Schaden machen. Und keiner will heilen oder tanken oder einfach mal was Nettes tun. Nein, nein, so ist es nicht. Dann wollen wir mal los. Ich bin ein bisschen schockiert gerade und ich werde es jetzt mal hier einfach von der Seele labern. Normalerweise bin ich nicht so, aber es hat mich gerade ein bisschen verstört. Und zwar bin ich gerade runtergegangen und habe nach meiner Post geschaut, bevor ich hier aufnehme. Und ich hatte keine Post, aber ich habe laute Geräusche in meinem Hausflur gehört und da wurde sich heftig gestritten und da habe ich gefragt, was Phase ist und daraufhin meinte der Intruder, ihr wisst schon, ja, der nicht mit zum Haus gehörte, alles und jeden und einfach mal jetzt einen Rundumschlag zu starten und jeden und alles anzufauchen und anzugeifern. Und das war sehr verstörend für mich und Situation war schon sehr seltsam. Von wegen, ich will ja nicht sagen bizarr, aber es sah kurzzeitig danach aus, als ob ich eins auf die Mütze kriege in meinem eigenen Hausflur von irgendwelchen fremden Leuten. Früh am Morgen. What the fuck ist mit den Leuten los? Dann brüllen die da rum und das Einzige, was mir halt einfällt zu sagen, weil ich dumm bin und mich einfach nicht raushalten kann, ist sowas zu sagen, wie, hört mal auf zu brüllen hier. Na, mit Brüllen hat noch keiner was erreicht. Und daraufhin war er noch aggressiver. Das fand ich sehr witzig. Jetzt bin ich das auch los. Ihr könnt darüber urteilen, wie ihr wollt. Aber es war nicht feierlich. Und ich bin, wie gesagt, ein bisschen verstört jetzt in meiner Art. Ich weiß nicht, warum das passiert, aber es ist okay. Ja, muss man ja mal, man muss da drüber hin, man muss über seinen eigenen Schatten springen können und das einfach, man muss auch mal vergessen können. Ja, und wenn dir jemand auf den Sack geht, früher morgen, dann machen wir einfach, okay, machen wir einen Punkt, vielleicht ist er auch gerade erst aufgestanden und wettert in deinem Hausflur rum. Vielleicht ist das sein Job gewesen, niemand weiß es, vor allen Dingen ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, wir machen weiter bei Rift. Tut mir leid, dass ich da eben kurz in mein reales Leben abtauchen musste, aber wenn ich das jetzt nicht losgeworden wäre, dann wäre das nicht mehr zu einem guten Ende gekommen hier. So, hallo, lieber Spielschänder. Alles okay bei dir? Hattest du einen schönen guten Morgen? Hast du in Ruhe das erledigen können, was du wolltest, bevor du jetzt hier Opfer, tägliches Opfer von irgendwelchen Helden wirst, die hier durch wollen, um ihre Scheiße zu machen? Sehr schön, freue ich mich. Ist ja auch so ein MMO-Ding. Da stehen die den ganzen Tag da rum, eigentlich nur, um darauf zu warten, krankenhausreif geprügelt zu werden und am nächsten Tag wieder da rumzustehen. Ah, die moderne Medizin macht's möglich, dass der am nächsten Tag wieder auf den Beinen ist. Okay. Ich glaube, in der Instanz wird nichts. Habe ich denn eine Wartezeit in irgendeiner Form? Nein, das ist natürlich nochmal extra schlecht. Man könnte auch versuchen, nochmal PvP zu machen, aber da ist halt die Frage, wenn ich da auch wieder im gleichen Pool lande und die letzte oder das letzte PvP-Ding mache, was wir schon gemacht haben, ist natürlich traurig. Es gibt ja ein paar PvP-Arenen, die man zeigen könnte. Ich schau mal. Wir melden mal alles an. Wir melden mal alles an. Mal gucken, was passiert. Vielleicht wird es ja auch ganz witzig. Und wir kriegen sowas wie, ich weiß gar nicht, wie es immer heißt. Muss man mal eben drauf gucken. Der Schwarze Garten ist ganz gut. Eine Garstation habe ich selber noch nicht gespielt. Sehr gut. Was ist das? Der Kontakt zur Garstation ging vor Jahrhunderten verloren. Kämpft jetzt darum, der Erste zu sein, der die Geheimnisse der dortigen Zahlenforschung bis hin zum Rande der Mathematik lüftet. In euren Händen könnte die Mangou-Nummer.
welche die Forscher entdecken, der Schlüssel zur kosmologischen Konstanten sein. Doch in den eure Feinde könnte sie für die gesamten Ebene des Wassers Zerstörung bedeuten. Okay. Fangt tödliche Nummern und behaltet sie, um Punkte zu gewinnen. Tödliche Nummern? Was ist das? Lotterie des Todes? Naja, von mir aus. Dann ist es halt so. Was willst du machen? Steckst du nicht drin. Gut, weg mit dir. Und dann endlich aus dem ersten Gebiet raus, wenn wir hier diesen ganzen Kladderadatsch gemacht haben. Denn ich mag den Silberwald von allen Gebieten am wenigsten, kann man so sagen. Und er hat uns jetzt lange genug aufgehalten, weil wir es irgendwie nicht gebacken kriegen in Instanzen. Ich kriege es nicht gebacken, eingeladen zu werden für Instanzen, Schrägstrich, ich kriege es nicht gebacken, nochmal hier ein Riss-Event mitzuerleben, weil immer wenn ich dann zocke, dann haben sie kein vernünftiges Riss-Event gerade. Und das ist schlecht. Der letzte von dir. Und dann haben wir das auch. Endlich rum. Jetzt sollte hier eigentlich nichts mehr sein. Und wir können weiter ins nächste Gebiet. Meiner Meinung nach. Ich kann mich auch irren. Wie auch immer, ich rede erstmal mit Rehmann. Hallo Rehmann. Ich hätte gerne einen Umhang. Und zwar mit Weisheit. Dankeschön. Bringt das nach Silberfeld. Mache ich natürlich gerne. Wenn ich mein Reittier irgendwie zum Loslaufen befördern kann. Unsere tägliche Belohnung habe ich auch noch nicht aufgemacht. Die Geschichte vom Bruder Damon. Seite 1. Und da kriegt man das Tagebuch von dem Dr. Damon. Bruder Doktor. Und wir haben einen Punkt. Traurig aber wahr. Wir können hier über einen bestimmten Zeitraum verursachten Schaden. Da können wir nochmal reingehen, um da nochmal ein bisschen Damage zu machen. Wir können während des Kampfes keine Punkte verteilen. Das ist sehr nett. Jetzt aber. Oh, Silberfeld, was ist denn los mit dir? Du bist hier im Glanze und niemand interessiert sich dafür. Da gibt es nochmal ein Quest. Okay. Gucken wir mal, was die wollen, ne? Bietet ihr Hilfe an? Beschützt Scotty. Haben wir schon gemacht. Südöstlich von Silberwald gehen, um ihn zu beschützen. Südöstlich. Okay. Machen wir das doch. Gut, dass ihr da seid. Sammelt Kralle von Flammenmaul. Und das führt uns jetzt irgendwie nach Norden. Die können sich auch nicht entscheiden, wo ich hin soll. Wahrscheinlich habe ich wieder gepennt und ich hätte irgendwas wieder vorher abgeben können. Ich grüße euch. So, Kette. Handschuhe, sehr gut. Und dann mal weiter. Ja, es gibt hier gar nichts. Weder irgendwie Instanz oder Gruppensuche, aber es ist auch in Ordnung. Obwohl ja eigentlich Ferien sein sollten. Man meint, dass doch mehr Leute den Genuss eines guten Rollenspiels zu schätzen wissen. Was ist dieser Schrein? Könnte sein. Ich guck mal. Kann ich den irgendwie beschwören, den Scotty eventuell? Lasttier. Hier, beschützt Scotty. Boop. Aha. Ruft Scotty am Schrein. Boop. Hallo Scotty, hallo Eichhörnchen. Nun gut, fangen wir an. Wir werden diese Eichhörnchen im Handumdrehen dazu bringen, sich zu vermehren. Okay. Und, wie sieht's aus? Alter! Das ist kein Geist der Fortpflanzung. Anscheinend nicht. Geist der Fortpflanzung. Wer will denn sowas beschwören, ist die andere Frage. Haben wir das geschafft? Ja. Ah, okay. Der
muss ich mal zusammenreißen, der Scotty. Der ist ein Mann dieses Landes. Der könnte ruhig mal ein bisschen mehr heldenhaft sein. Und nicht immer in den Dreck fallen. Wie er es so oft tut. Und jetzt schleppt sich das wieder so durch Level 16 durch. Igitt. Igitt. Aber so ist es halt. Das ist nicht jeden Tag spannend in einem MMO. Kann man, steckt man halt nicht drin. Schmuckkasten des Klerikers diesmal. Nehme ich. Und da wechsle ich gegen den grünen Ring. Okay. Sprecht mit Smer. Zauberstab der Ermächtigung. Was ist denn Smer? Ah, der ist gleich hier. Okay, alles klar. Besorgen oder borgen? Oder klauen? Oder was soll ich mit dem Zauberstab machen? Es scheint so, dass der Scotty nicht so der Beste ist. Upsa, da ist er doch. Gut, euch zu sehen. Habt ihr den Zauberstab? Nehmt den Zauberstab. Hisst die weiße Flagge am folgenden Ort. Was? Okay. Weiße Flagge hissen? Warum? Wofür? Gegen wen? Habe ich irgendwas verpasst? Haben wir keinen Krieg mehr? Ist es vorbei? Kann ich gehen? Ist es gelöst? Alle Probleme dieser Welt haben sich gerade in der Luft aufgelöst, weil ich die weiße Flagge in die Luft hebe? Was passiert hier? Ah, wir wollten es trotzdem mal versuchen. Hier ist die weiße Flagge. Okay. Boop. Unterstützt Scotty. Ermächtigt Scotty. Okay. Aha, jetzt müssen die beiden gegeneinander kämpfen. Soll ich ja wieder... Was? Das war frech hier. Dann ermächtige ich den gleich mal. Einfach so, Bub, oder was? Okay. Bub! Jetzt ist Scotty nicht mehr so hilflos. Okay. Seid ihr Helden oder seid ihr Spielkinder? Das ist dafür, dass ihr meine Eichhörnchen umgebracht habt. Ach, die sind tot? Das ist ja traurig. Ich dachte, die wären einfach nur weggelaufen. Haustier ist Haustier, man darf sich ja nicht beschweren. Anfänger mal. Anfängereinweisung. Okay. Dankeschön. Endlich weiß ich, wie man Eichhörnchen zähmt. Und nicht vermehrt, weil man dann keinen Geist der Fortpflanzung holt, den man eventuell gebrauchen hätte können. Weil das Sinn macht. Eichhörnchen können sich nur so vermehren, ihr wisst es doch. Schaut mich nicht so an. Das ist ja wohl eine kompakte Regel. Ich grüße euch. Guten Tag. Irgendwelche Leute finden, kein Problem. Ja, man könnte hier wahrscheinlich noch eine ganze Menge weiter questen, aber ich werde versuchen, so schnell wie möglich in das andere Gebiet halt zu kommen. Er schickt uns hier normalerweise auch noch irgendwie in die Mitte, in so eine Art Elfenruinen, daran kann ich mich noch erinnern. Bevor es dann wirklich... Los geht, hi! Das sieht aus, als ob dein Karren kaputt ist. Ah, hast du gesehen? Da streift er umher und lalala, alles ist okay. Und dann auf einmal. Dann auf einmal. Sammelt Zorneskraut. Die können wir auch erledigen. Gut, machen wir erstmal das. Solange das keine Fernkämpfer sind. Ist das in Ordnung? So. Eben die noch mal ein bisschen beschmeißen, damit die gleich alle gemeinsam umfallen. Na, fast. Sehr gut. Drei Stück. Jetzt reicht's mir mal eben. Einen Moment, ich muss mal eben was ändern. Ich hasse das, dass das nicht auf Taste liegt. So dauert das Ganze viel länger, wenn ich da mit der Maus hineier. Natürlich ist das ein Fernkämpfer. Warum auch nicht? Heile ich mal eben hoch. Und dann fallt ihr trotzdem in den Dreck. So ist das. 5 von 8. Ich soll mich nicht immer so weit aus dem Fenster lehnen. Ich fange doch schon an, viel zu kämpfen. Obwohl meine Heilung gar nicht so hoch ist.
wie ich das vielleicht aufrühre. Okay, das heißt, den können wir bezaubern. Den können wir bezaubern, dann kommen die zusammen an. Wie das vielleicht manchmal der Schein ist. Ich tue einfach so, als ob ich voll stark bin. Im Endeffekt kloppen die mich hier einfach runter. So, dann nehmen wir hier die Tyrannei drauf. Und dann fallen sie in den Dreck. Sehr schön, gefällt mir. I like, abgenommen, fertig ist. Ist das ein Artefakt da hinten? Ne, es sind nur Überreste, schade. Ah, pf, ja. Guten Tag, liebes Elfenvolk. Ich bin einer von euch. Ihr wisst es doch. Ah ne, ich bin Mensch, Entschuldigung. So, hat er alle Dots wenigstens drauf? Nein, er hat Ertrinken nicht drauf. Ich bräuchte einen Timer, der mir sagt, was ich drauf habe oder nicht. Auf den Gegnern, das wäre schön. Jetzt können wir noch mehr sammeln, yay. Und zwar Leichenteile, yay. So, spüre die geballte Macht der Gifte. Und Schadenswirkungen über Zeit. Und auch wäre schön. Kleine Topf. Okay. Schön. Es wäre schön, wenn es langsam mal hier weitergehen würde. Ich weiß. Und ein anderes Gebiet und so. Ein anderer Himmel und eine andere Luft schnuppern. Ist okay. Weiß ich selber. Wir versuchen unser Bestes, das zu tun. Wir, also ich als Einzelperson. Adlig. Ich habe schon so viele MMOs gespielt, aber ich kann mich nie entscheiden, welches ich jetzt wirklich mal richtig so wieder vernünftig anfange. Das ist halt ein Problem, was ich bei vielen Dingen habe. Mal so am Rande gesprochen, denn ich bin schon ein Riesenfan von MMOs, denn ich mag es in Gruppen, Abenteuer zu bestehen. Jetzt müssen wir Wein holen. Auf welcher Grundlage? Auf welcher Grundlage müssen wir Wein sammeln? Einfach nur, weil da eine Truhe rumsteht? Na gut. Kann ja nicht verkehrt sein. So, das haben wir schon mal. Und dann können wir jetzt den Wein sammeln. Wer hat denn Wein? Wahrscheinlich nur irgendwelche Satyren-Idioten, ne? Habe ich mir gedacht. Und ich habe mich jetzt für Rift entschieden, hier für dieses Format. Keine Ahnung warum. Einfach weil es vielseitig ist. Ich hätte auch Guild Wars 2 nehmen können. Das ist auch ganz schön. Und noch ein bisschen. Klar, ist ein bisschen mehr Next Generation, sagt man ja auch. Das ist halt ein bisschen detailreicher, was die Welt anbetrifft. Aber dieses Action, Halb-Action-Kampfsystem ist nicht so meins, weil ich Guild Wars 1 gespielt habe und damit so ein bisschen. Ich bin ein bisschen traurig über die Entwicklung. Zumindest von den Skills, von dem Kampfsystem. Ach, da ist das Zorneskraut. Zum Glück habe ich das jetzt immer gefunden, nach 10 Stunden der Einsamkeit. Und des komisch Umherlaufens. Dann müssten wir aber gleich wenigstens den Wein wenigstens komplett haben. Oh, dann gehen wir mal ein Stück, dann kommt der wenigstens noch mit. So, umfallen angesagt, dankeschön. Hätte ruhig ein Sekündchen vorher sein können, noch ein Zorneskraut und den letzten Wein. Okay. Jetzt zeigt mir natürlich super an, wo das ganze Kraut wächst. Das ist schön, da ist noch welches. Ich würde die gerne festhalten oder einschläfern, damit ich einfach an die Sachen rankomme und nicht kämpfen muss. Bei solchen Gelegenheiten wie jetzt. Und ich merke wieder, ich habe wieder keine Buffels drauf. Das ist auch immer so eine Sache. Ich vergesse das jedes Mal. Ich denke immer, oh, die halten ja eine Stunde. Das geht schon. Und im Endeffekt habe ich sie dann nie drauf. So, jetzt werde ich nochmal ein Stückchen stärker, habe ich das Gefühl. Auf kritische Treffer. Und Wirkungsbereichsschäden kriege ich weniger. Erhöht den Verursachtenschaden durch Fähigkeiten im Wirkungsbereich, okay. Na gut. Davon habe ich ja auch schon einige. Tyrannei des Todes zum Beispiel und oder dieses andere. Was mir immer entfällt, wie das genau heißt. Das geteilte Schicksal. Wenn ich jetzt über den Zaun springe, kommt die über den Zaun hinterher? Ja, okay. Kann ich also nicht verarschen mit meinen Dots. Schade.
So, jetzt wo das hier wieder mehr Schaden macht, kann ich das dann wieder benutzen. Auch wenn das nichts gebracht hat, außer Mana verschwenden. Wir gehen noch ein Stück und dann ist es gleich schon wieder Schluss mit diesem Format. Denn es ist eine sehr ziehende Folge, wo man einfach mal wieder ein paar Moppes kloppelt. Wiedersehen. So. Auch das ist getan. Jetzt können wir wahrscheinlich einige Dinge tun. Beides ist in der Stadt. Sehr gut. Dann springen wir doch. Dann springen wir doch direkt in die Stadt rein. Das kriege ich hin. Und dann vielleicht kriegen wir noch die Hälfte Level fertig. Bis wir dann uns das nächste Mal wiedersehen hier bei From Zero to Hero und Rift. Und wenn euch das alles zu lange dauert, dann sagt doch Bescheid. Dann werfe ich ein paar Fiolen. Dann geht das ein bisschen fixer. Sonst, wie immer, noch Quests abgeben. Nicht vergessen, verdammt. Nicht, dass es heißt, ey, da fehlt irgendwas. Hopp. Bietet ihr Hilfe an? Nein, ich biete keine Hilfe an. Ich habe schon Hilfe angeboten. Bringt das Kräuterbündel weg. Ja, das mache ich in der nächsten Folge. Ist okay. Und Wein habe ich dir auch besorgt, Chunkwirt. Ich führe Qualität. Das ist gut. Einhändig, zweihändig mit Intelligenz. Dann ist er das wohl. So. Bis zum nächsten Mal. Ciao.